So. Oh, Rotes Imperium. Todesherr, Feuerassassine und hier oben? Vollstrecker. Oh, ein Erznekromant, der könnte böse sein. Und der Zarach-Prediger vielleicht auch. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig? Aber zuerst gibt es. So, was kriegen wir diesmal? Eine Schädelmünze. Panzer des Weltenschmieds. Und ein Gezeitenring. Der ist gar nicht mal schlecht. Kann nur keiner tragen. Schade. Okay, gegen die roten Imperialen wollen wir erstmal nicht antreten. Wir haben auch wieder gut Gold reingeholt. So, also zum Bazar. Die da oben sind leider immer noch etwas aggro auf uns. Ihr seid es wieder. Ich habe eine Zer. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den. Ich habe eine Zerbitenträne ge. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. So. Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild zu reparieren, werde ich sie verarbeiten. Bitte, repariert mir nun den Stab. Ihr habt mir genug Zerbitentränen für alle drei Mulden gebracht. Ich repariere nun den Stab und setze drei Tränen ein. So, hier ist er. Wartet. Das war ich jetzt nicht. Jo, und hier den Stab. Zweihändig, leicht oder schwere Kriegskunst. Ja. Warum nicht? Und damit haben wir auch die Quest abgeschlossen. Verkaufen wir mal die HDK-Puppen, weil das haben wir auch schon gemacht. Was kann dies zu diesem HDK-Spiel? Ja. Ich möchte euch eine Puppe verkaufen. Für einen Trickster zahle ich 700 Goldstücke. Für Schatten, Mentor und Torwächter je 1000 Goldstücke. Für einen Helden 1500 und für einen Erzmagier 2500 Goldstücke. Ich möchte diese Puppe des... Aber gern. Zu die... Ja. Ich möchte... Für einen. Ich möchte. Natürlich. Zu dies. Ja. Ich möchte. Nun, ich verkaufe sie nur ungern wieder. Für einen Trickster verlange ich 1000. Für einen. Okay.
Ja, ich kann sie theoretisch alle verkaufen. Weil wie gesagt, spielen kann ich ja nicht mehr. Die drei Sachen da werde ich auch mal verkaufen. Weil ich glaube, den zweiten Wein werden wir auch nicht brauchen. Oh, mal gucken, was unser Schatzbrief jetzt wert ist. Was kann... Zu die... Ich... Für eine... Ich möchte... Zu... Ich... Für eine... Für ein, ja, ja, ich überspringe das jetzt alles mal, ich weil es ist immer dasselbe Geschwätz. Zu die... Ja. Ich... Für... Für ein, ich möchte... Natürlich. Zu die... Ja. Ich möchte... Für ein... Ich möchte... Hier. Zu die... Ja. Ich möchte... Für ein... Ich möchte... Hier. Zu die... Ja. Ich möchte... Für ein... Ich möchte... Das... Zu die... Ja. Ich möchte... Für ein... Ich möchte... Wie... Zu die... Ja. Ich möchte... Für einen... Für ein... Ich möchte... Wie? Zu die... Ja. Ich möchte... Für ein... Für ein... Ich möchte... Ah, die... Zu... Ja. Ich möchte... Für... Ich möchte... Ah. So, jetzt sollte ich alle verkauft haben. Ja, habe ich auch. Ach, den Hintereingangsschlüssel kann ich theoretisch ja auch dann verkaufen. So, Gold erhalten. Dann gehen wir jetzt noch Zeug verkaufen. Also Zauber. Und Runen und Diamanten. Und die drei, vier Sachen hier. Wie gesagt, das HDQ-Zeug brauchen wir nicht mehr. Wir haben das HDQ-Spiel gewonnen. Mal gucken, wer... Naja, die verkaufen wir alle mal denselben. Wer verkauft? Genau, du verkaufst... Diamanten. Und die ist besonders viel wert. Den Branntwein, das Herz, die beiden Sachen. So. Händler verlangt 0, Händler verlangt 0, Händler verlangt ein bisschen was. So, runenmäßig hast du nichts. Doch, die Kämpferin, da hättest du. Eine bessere Priesterin hast du leider nicht im Angebot. Aber du hast diese Kämpferin, die nehme ich gerne. Mit das Gold. Weil sie ist nur 36. So muss ich sie neu einkleiden. Naja, die könnte die Dinger tragen, aber ich hätte doch gerne ihr den... Oder kann ich hier den Stab nicht geben?
Ihr habt doch schon sortiert, oder? Oder ist er noch ganz hinten? Nein, ist er nicht. Oder kann... Da ist er, der Hirinstab. So, rüstungsmäßig. Robe der Zähigkeit, ja klar. Ihr könnt ihr die Goldseitenrobe geben. Könnt ihr aber auch so eine goldene Wehr geben. Und Hose. Ja, die glänzenden Beinlinge, die gehören ja dazu. Und helmmäßig. Gehört wahrscheinlich so eine Maske der grünen Teufel noch dazu. So, ringmäßig. Der nicht unbedingt. Also, so einer auf jeden Fall. Siegel des Kaisers. Gewehr, Wendigkeitsring. Ja, machen wir es so. Statt Sonnenlicht kriegst du mal den. Auch wenn der weniger Rüstungsstärke hat, der hat mehr andere Sachen. Gut. Nein. Mist. Ja, da sind wir wieder. Ich hätte vielleicht auch einen Save machen sollen. Das Spiel ist mal wieder abgestürzt, als ich gerade eben die Rune verkaufen wollte. Das heißt, wir müssen den letzten Kampf nochmal machen. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Sofort. Gladiator. Schnell. Lass den Kampf beginnen. Bringen wir es zu Ende. Sofort! Für die Freiheit! Zeit zu sterben! Und sobald ich mich nach Empyrea gepoltert habe, speichere ich wieder. Weil wir müssen jetzt auch die ganzen HD-Puppen wieder verkaufen. Das ganze andere Zeug verkaufen, die Rune kaufen, wieder umrüsten. Auf mein Schnell! In die Schlacht!